Hallo und herzlich willkommen zu Ratchet & Clank: A Crack in Time. Hier geht die Story jetzt also weiter. Wir haben ja jetzt Ratchet & Clank: Tools of Destruction, Ratchet & Clank: Quest for Booty. Und der dritte Teil in dieser Serie, in dieser Future-Reihe, wird jetzt also Ratchet & Clank: A Crack in Time, wo die Geschichte jetzt sozusagen ein Ende findet. Und ich bin schon sehr gespannt. Also, ich freue mich auf, ich freue mich darauf. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einmal hinein. So, jetzt können wir hier auswählen, wir können neues Spiel machen, laden. Community können wir hier tatsächlich machen. Aber da kann man nichts mehr nachgucken. Die Server sind, glaube ich, schon abgeschaltet, weil wenn ich darauf gehe, gibt er mir nur eine Fehlermeldung. Aber wir wollen ein neues Spiel machen. So, ich werde euch nochmal die Zusammenfassung der letzten Spiele, der bisherigen Story, werde ich euch nochmal mit da reinschneiden. Das zeigt ihr mir leider nicht mehr, weil das nicht mein erster Spielstand ist. Aber das macht ja jetzt auch nichts. Da schneide ich euch da separat mit dazwischen. Ich würde ganz einfach mal sagen, wir starten einfach mal ein neues Spiel. Wir machen nicht lässig, wir machen nicht schwer, wir machen mittel. So, sozusagen mittelmäßige Schwierigkeit für einen mittelmäßigen Spieler. Und würde ich sagen, dann wünsche ich euch und mir und uns allen viel Spaß und los geht's. Ja, ich möchte ein bisschen heller tatsächlich machen und ich möchte eine Speicherdatei erstellen. Und dann geht's los. Ruhe am Set, bitte. Hallo, Test, Test, 1, 2, Test, Test. Captain, wir sind dann soweit. Bitte nehmen Sie Platz. Am besten fangen wir damit an, dass ich alle meine Stunts selbst gemacht habe und gehen dann über zur Perfektion meines Grübelblicks. Ja, dazu kommen wir sofort, aber zuerst, was sagen Sie zum Verschwinden von Clank? Oh ja, der Kleine. Aber warum wollen Sie etwas über den wissen? Sie haben doch den weltbesten Superhelden direkt hier. Sehen Sie mal. Hier ist Ihr Superheld. Man sieht es nicht, aber ich habe hier ein cooles Tattoo. Wie schön. Aber könnten Sie kurz die Ereignisse aus Ihrer Sicht schildern? Verzeihung, ich dachte, ich soll hier über meinen neuen Holofilm reden. Ich, mein Blaster und ich. Ich meine, ohne Bildmaterial könnte ich die Geschichte gar nicht erzählen. Haben Sie Buntstifte? Wir kümmern uns um die Bilder. Also gut. Es begann vor ein paar Jahren. Ich war gerade auf Posten als Hauptfreiwilliger im Planetensicherheitszentrum, als plötzlich eine tödliche Weltraumarmada Metropolis angriff. Natürlich wäre ich allein damit fertig geworden, aber ich musste gerade ein paar unterprivilegierte Waisenkinder in Sicherheit bringen. Also habe ich Ratchet und Clank kontaktiert und sie an meiner Stelle losgeschickt. Kurz darauf erfuhren wir, dass ein Tyrann namens Percival Tachyon eine große Armee aufgestellt hatte, um die wachsende Lombax-Population der Galaxie zu vernichten. Ratchet ist der einzige Lombax. Sind Sie sicher? Ziemlich sicher, ja. Oh. Jedenfalls, Tachyon war hinter einem Gerät her, mit dem er verbannte Kreaturen zurückbringen könnte. Die Krakmeten. Er wusste nicht, dass die rätselhaften Zoni Clank mit neuen Fähigkeiten ausrüsteten, darunter Laserwaffen. Aber sie verliehen ihm nicht einfach bloß Fähigkeiten, oder? Na, da war noch was mit Vorahnungen zum Kram, bla 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 bla. Aber der wahre Held ist hier, Captain Quark. Mit scharfem Verstand und genialen Fähigkeiten habe ich das Gefolge des Imperators infiltriert und den Dimensionator aufgespürt. Den sie prompt Tachyon in die Hände spielten, woraufhin er die Krakmitenplage entfesselte. Ach, nur ein kleiner Fleck auf meiner Siegesweste. Denn wir haben Tachyon vernichtet, die Krakmiten verbannt und die Galaxie gerettet. Doch dann, ein großer Schock für uns alle, wurde Clank von den Wesen, die ihm angeblich geholfen hatten, aus der Apogee-Raumstation entführt und wurde seither nie wieder gesehen. Na, das stimmt so nicht wirklich. Ratchet hat entdeckt, dass er in einem unerforschten System am Rand der Galaxie ist.
Hinter seiner Entführung steckte Dr. Nefarious. Ja, hab davon gehört. Ich war natürlich am Set meines neuen Holofilms. Ich, mein Blaster und ich. Zudem, sie mich ja noch befragen wollten. Ja, ja, aber einer der größten Helden des Universums, ihr Kollege, wird von ihrem Erzfeind entführt und sie tun nichts? Das ist doch wie ein Heldennotruf. Natürlich ist es das. Aber Stars wie ich müssen bei manchen Notrufen auch mal die Mailbox rangehen lassen. Haha, Scherz. Fast hätten Sie es geglaubt. Natürlich werde ich Clank helfen. Ich und Ratchet haben das alles geplant. Hallo, Heldennotruf? Ein Scherz, mein Assistent. Raoul, starte das Schiff und ruf Ratchet. Ich muss einen Helden retten. Meinem Sohn erzählt. Ein fantastischer Junge, so klug. Zur Welt kam er in einer Roboterfabrik in der Solana-Galaxie. Doch genau genommen wurde er viel weiter entfernt erschaffen. Mein Sohn heißt XJ0461. Doch im Universum kennt man ihn als Clank. So, die Zoni lassen fragen, wie wir vorankommen. Ah, wie lange müssen wir uns mit diesen Trotteln dennoch gut stellen? Er erinnert sich nicht. Ihr müsst regeln. Ja, ich regle es, ich regle es! Sisterboard-Scan wird gestartet. Okay, mal sehen. Lieblingsfarbe grün, Lieblingszahl 83 Milliarden 4,7. Bla bla bla. Zugriff verweigert. Neuralschutz aktiviert. Nein! 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 Wieder kein Zugriff! Es ist hier drin, Lawrence! Irgendwo in diesem Hirn steckt der Schlüssel zur Orbuskammer! Meine Orbuskammer! Eure Zonigkeit, dürften wir kurz einen Blick in die Kammer werfen? Keine Orbuskammer! Kammer ist für Herr allein! Na schön! Dann ist es Zeit, dass unsere Partnerschaft ein Ende nimmt! Sagt Hallo zum... Nicht der Hyperschall-Hirnwellen-Zerhacker. Hyperschall-Hirnwellen-Zerhacker! Verzeihung, Sir, erwähnte ich, dass unsere Geräte extrem empfindlich auf Schallwaffen reagieren? Hilfsgenerator aktiviert. Was zum... Erst wach! Aufhalten! So, jetzt sind wir also da. Und überraschenderweise fangen wir mit Clank an. Und dann wollen wir doch mal gucken, was uns hier erwartet hier. In Ratchet & Clank, A Crack in Time. So. Ich habe lange darüber gegrübelt, wie ich die Soundeinstellung mache. Und ich hoffe, das passt jetzt soweit. Ja, ich bin schon im Lüftungsschacht. Gut, vorher bist du sicher. Wo bin ich? Was macht Dr. Nefarious hier? Ich erkläre alles, sobald du in Sicherheit bist. Doch jetzt müssen wir dein Augenreaktionsvermögen kalibrieren. Schau an den Augenscanner links von dir. Okay, machen wir. Gut, okay. Und jetzt in den rechts von dir. Alles klar. Okay, gut. Und jetzt in den Scanner über dir schauen. Kuckuck. Alles klar. Ding Dong. Habe ich. Geschafft. Bist neu kalibriert. Jetzt beeil dich. Ich halte sie auf, solange ich kann. Alles klar. Dann sputen wir uns mal. Jetzt müssen wir uns ein wenig beeilen. Und das ist ja jetzt die Frage, was das hier ist, wo wir sind. Aber ich denke mal, es wird sie noch aufklären.
So. Ich bin jetzt auch mal kurz mal ein bisschen ruhig. Dann könnt ihr auch die Hintergrundgespräche auch ein bisschen mitbekommen. Und ja. Mal schauen. Hier sind noch Kisten. So. Ich will erstmal hier die Kistenstämme einsammeln. Ein paar Bolts für uns. Bolts wie immer, die Währung. Aber es kennt ihr ja schon alle als alte Ratchet & Clank-Fans, die ihr bestimmt alle seid. Oder auch nicht. Neuzugänge sind natürlich immer willkommen. So. Ein paar Bolts eher erstmal sammeln. Mal gucken, was uns hier jetzt in den ersten Minuten A Crack in Time erwartet. Ja, okay. Das machen wir. Ey! Ey! Die Kiste! Och nö. Ich wollte die doch. Na egal. So, mal gucken, ob ich hier rüberkomme. Ja. Komm, dreimal kann ich drücken. Dann kann ich den Helipack nicht mehr benutzen. So. Hier noch ein paar Kisten. Ja. Easy. So. Das ist jetzt noch ein bisschen Tutorial hier. Erstmal nur mit Clank. Dann geht das mit Ratchet los. Ah, da kommen schon ein paar Gegner hier. Die boxe ich einfach mal weg. Das ist ja nun kein Problem hier. So, war da vielleicht noch was? Nein, da war... Das sieht doch so aus, als wenn das Ding hochfahren könnte. Kann es aber nicht. Okay. Das ist einfach nur so eine Plattform. Soll einen einfach nur verwirren. Okay, gut. Da ist nichts mehr. Dann können wir hier, denke ich mal, erstmal weiter. Alles klar. Weil ich wüsste sonst nicht, wie ich da vorbeikommen soll. So, jetzt sollte ich mich ein bisschen beeilen. Und aufpassen, dass ich hier nicht getroffen werde. Von denen. Weil man sieht schon, der Hyperschall-Hirnwellenzacker, der kann alles ein bisschen verlangsamen. Dass das so ein bisschen alles in Zeitlupe dann abläuft. Und jetzt muss ich einfach mal zusehen, dass ich hier erstmal überhaupt durchkomme. Schon wieder zwei Vögel da. Na komm, boxe ich hier die kleinen Viecher hier noch schnell mal weg. Hier haben wir nichts drauf hier. So, habe ich hier noch Kisten? Nein. Ich muss, glaube ich, kurz mal warten, weil die Plattformen bleiben, glaube ich, nicht ewig da, ne? War das nicht so? Genau. Ich wusste jetzt nicht, wie lange die da bleiben. So, jetzt mache ich mich aber auf den Weg hier. So, und... Ja, komm, da komme ich jetzt so auch rüber. So. So, ich weiß aber, dass ich jetzt hier mich ein bisschen mehr sputen muss. Aber kein Problem. So, mal schauen, was uns hier erwartet. Okay. Gehen wir jetzt schnell weiter. So wie uns das gesagt wurde. Dr. Nefarius, ich habe geahnt, dass Sie dahinter stecken. Wohin haben Sie mich gebracht? Erkennst du es nicht? Das ist dein Zuhause, die große Ruhe. Ein Wunderwerk der Wissenschaft und Magie, entwickelt von den intelligentesten Zoni aller Welten und konstruiert in der Mitte des gesamten Universums. Plus minus 15 Meter. Nur aus Neugier. Welche Lüge haben Sie den Zoni auf Ihrem Rachefeldzug aufgetischt? Rache? Du glaubst, ich hätte das alles nur aus Rache auf mich genommen? Und ich soll ein Egomane sein? Sag mir doch einfach, vorbei ist vorbei.
Lawrence! Hinter Ihnen, Sir. Aktiviere die Kugel der gemeinen Bewegungslosigkeit. Soll ich wieder die Mnemonic-Station vorbereiten? Nein, ich habe eine bessere Idee. Aber Sir... Geduld, Lawrence. Wir haben alle Zeit des Universums. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wer hier seinen Autoschlüssel verliert, findet ihn wahrscheinlich nie wieder. Zu Ratchets Glück war Captain Copernicus Elkwark mit von der Partie. Seine Mission? Den einzigen Freund des Lombax retten. Yep, ohne Clank war Ratchet allein im Universum. Allein. 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 Du weißt, dass das Schiff einen Schleudersitz hat. Sorry, man könnte sagen, dass es mir in den Fingern juckt, bei dem Gedanken wieder im Heldengeschäft zu sein. Diese wilden Pferdchen waren zu lange im Stall. Ja, oh, hi, oh, hi, yeah. Klar, halte einfach die Augen offen. Telvin meint, in diesem Sektor wimmelt es von Söldnern. Ganz ruhig, mein Freund. Meine Wachsamkeit ist ungebrochen und legendär. Achtung, Achtung, nicht identifizierte Anomalie erkennt. Festhalten, leite Ausweichmanöver ein. Oh nein, wir gehen drauf, wir sterben. Gut, dass ich saubere Unterwäsche trage. Halt die Klappe! Wir werden nicht sterben! Aphelion, aktivier die Gravimetrik-Stabilisatoren! Negativ. Stabilisatoren inaktiv. Düsen inaktiv. Landeklappen inaktiv. Okay, wir werden also sterben. Ich weiß. So viel zu sauberer Unterwäsche. Wo zum Teufel sind wir? Ach, wer weiß. Vielleicht lüftet sich das Geheimnis bei einem gemütlichen Spaziergang durch diesen Dschungel. So, und wie das hier jetzt weitergeht, jetzt bin ich nämlich ganz gemein, das seht ihr im nächsten Part, wenn es weitergeht mit Ratchet & Clank, A Crack in Time. Bis zum nächsten Part, Leute.